aber nicht. Wir wollen den Urdrachen von Balui trennen. Ja, das ist ja, das Mann ist ja, Gott. Das ist eine gute Idee. Ach, mein Kopf, Alter. Ey, da ist er, guck mal, da ist er. Hallo, dich suchen wir. Guten Tag, suchen Tag, hallo. Dich suchen wir. Ja, hallo. Unbedingt. Du musst sofort kommen, komm. Was, wohin, was? Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, wo soll ich denn hin, was ist denn los? Es ist was Überragendes passiert. Es ist Überragendes passiert, was soll denn bitte schon Überragendes passieren? Das ist so genial gewesen. Wir haben den Urdrachen gefangen. Ihr habt den Urdrachen gefangen? Ja, und er kommt nicht mehr raus aus seinem Gefängnis. Hä, also, das war so genial. Der Urdrache war doch der komische Typ, der in Balui drin war. Der mit Balui irgendwie so komische Dinge gemacht hat. Also wir haben den Urdrachen und Balui gefangen. Basti? Okay. Ja? Er weiß doch gar nichts von Rocher. Oh. Von was? Ja, ist das der Lover oder was ist das? Nein. Ist das der Bruder vom Urdrachen? Na los, komm. Nein, ich sag mal so, erschreck gleich nicht, wenn du Rocher siehst. Was? Nicht erschrecken, wenn ich Rocher sehe? Gut, kein Problem. Okay. Und du kannst dich schon mal auf ein Trennungsritual vorbereiten. Wenn du ein Trennungsritual? Was? Ja, wen soll ich denn trennen? Du musst zwei Gestalten, die miteinander zusammenhängen, trennen. Also ich muss nicht Balui und Rocher trennen? Nein. Balui und Urdrache. Die beiden musst du trennen, genau. Der Balui und der Urdrache. Okay. Ja. Ja, das kriegst du auch. Ach, Moment, die waren. Ach, ihr habt sie gar nicht getrennt gefangen, sondern ihr habt eigentlich nur Balui eingefangen. Ja, klar. Ja, genau. Ja, ja, aber dann sagt das doch. Ja, aber gut, ein Balui zu fangen kann doch nicht so schwer sein. Da ist er. Oh. Was denn? Was ist. Wow, das scheint aber riesig. Ach, du heiliger Bimmelbam. Ja, wir haben ein magisches Gefängnis erbaut. Hä, wie habt ihr das denn hingekriegt? Ihr seid doch Non-Magier. Lass mich hier sofort raus. Urdrache. Urdrache. Okay. Guten Tag. Oh nein. Wer ist Kevin. Das? Mach sie zu, schnell. Wer hat die aufgemacht? Keine Ahnung. Alles in Ordnung bei dir? Rauszukommen. Hallo, Balui, hörst du mich? Verschwinde. Hä, wer ist das? Das ist doch kein Balui, der redet doch nicht so. Das ist der Urdrache in ihm. Der Urdrache ist böse, der will unsere Welt vernichten. Und er kommt hier nicht mehr raus. Der Urdrache, lass den Urdrachen raus. Oder was? Was? Nein! Nein. Lasst mich einfach raus! Also als allererstes, ich wenn ihr wollt... getan. Wenn ihr wollt, dass ich Balui und den Urdrachen miteinander... Was zum Teufel ist das da hinten? Das ist Rocher. Nein, das ist eine Kugel. Leute, würdet ihr mich hier bitte raus? Die Kugel nennt sich Rocher. Hallo? Rocher, die Kugel. Hört sich interessant an. Sei still, Urdrache! Und was genau macht sie? Warum hat sie so eine Stärke? Ich bin auch Balui gleichzeitig. Ihr versteht das nicht. Pass auf, nicht in die Strahlen. Die können tödlich für uns sein. Na gut, dann mache ich am besten gar nichts. So, also du willst mir sagen, ihr wollt, da drin ist jetzt der Urdrache und Balui zusammen. Ja, genau. Okay, und was war der Grund, warum Balui so fies war zu jedem? Wegen dem Einfluss. Was haben wir denn Fieses getan? Okay, der Urdrache war die ganze Zeit der Fiese. Was hast du Fieses getan? Genau, ich und der Urdrache was du getan hast? Du hast nicht bitte gesagt. Balui? Das war sehr fies, ja. Balui, weißt du, was du getan hast? Guck mal da, diese Kugel, sie wächst unkontrolliert, sie wird die ganze Welt verschlingen. Das erklärt einiges. Und das hat er gemacht? Ja. Der Urdrache. Naja, der danke Urdrache. Dafür, Balui. Kevin diese hat versucht, Kugel sie mit Mega-TNT zu sprengen, aber euer es hat nichts Gefängnis geholfen. Das wird nicht mehr lange halten. Wenn die Kugel so groß ist, dass die Blöcke dann wirst du mit verschlungen. Dann wirst dann du ja mit verschlungen. Ja, genau. Aber ich bin ein Drache. Ja, dann viel Spaß da drin. Gut. Ja, also ich bräuchte einen Gegenstand, in den ich eigentlich was den Urdrachen transferieren zu versuchen wollen würde. Warte mal. Ich hab den Gegenstand. Da kannst du den Urdrachen rein transferieren. Das hier? Das klingt nein, cool. Nimm das Steak. Ja toll, soll ich jetzt das Hühnchen oder das Steak nehmen? Balui, willst du auswählen? Also Steak? Nein! In die Gitarre. Nee, doch nicht in die Gitarre. Du willst doch nicht die schöne Gitarre kaputt machen. Nein, doch nicht in die Gitarre. Hier, doch kein Urdrachen. Oh, den Urdrachen in den Truthahn rein. Würstchen, Truthahn oder Fleisch? Balui, was willst du? In ein Stück Scheiße, hier. Okay, das klingt auch gut. So, in dem Fall. Hier, Balui, ich werde dich nun versuchen zu... Ja, das ist Erde. Das haben wir... Ich weiß doch nicht, ihr habt doch nichts. Er baut es wieder ab hier, warte so. Also, war mal schnell. Ich leg einfach alle drei. Geht mal weg hier. Ich muss alle drei Gegenstände drauflegen. Lass deine Finger davon. Moment. Ihr lasst kein Recht, raus. Also. Anzustellen. Wir versuchen so, jetzt. Wir versuchen. Ihr, toll, ich habe so viele komische Dinge bei mir. Hä? Was warum habe ich jetzt. Ihr Leute, vor? Ich habe so komisch. Okay, wer was war das jetzt? Das, wenn es fertig ist. Okay, ich habe auch so einen eigenartigen Block. Den tue ich auch noch dahin.
Okay, ich glaube, wir sollten anfangen. Wer von euch ist auch dafür? Ich bräuchte euch beide auf einer Ecke von dieser Dings hier. Einmal da, genau, und einmal bitte auf der anderen Seite. Doch. Kann ich dich eigentlich auch Kevin nennen? Ja, kannst du. Danke. So. Mistgestalten. Ja, ja, genau, Mistgestalten. Okay, so. ich werde jetzt... Gut, ich werde versuchen, ihn in diese Gegenstände zu transferieren. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe es erst einmal gemacht. Oh, wie Angst hat Kevin. Sieh nur, wie Angst hat. Er scheißt sich gleich in die Hose. Gendalder. Oh, Dantegenei. Um da ja Dekelei. Um da sehen die Etatioma. Idiam Koduma. Mit Jase. Kastialani. Nandaye. Balui? Hä? Aber da ist nix in dem Würstchen drin. Ist er jetzt im Truthahn? Hä? Ich hab eigentlich einen Abschottungszauber gemacht. So ein kleiner Trottliger. Ich hab einen Abschottungszauber gemacht. Irgendwas hinkriegt. Nein, ich hab einen Abschottungszauber gemacht, damit die nicht mehr miteinander. Wow. Ich glaub, da kriegt jemand ein bisschen Schaden. So. Verdammt. Okay. Also der Hammer wirkt manchmal, also bewirkt manchmal Wunder. Wenn ich ihn damit haue, dann... Kevin, was war das? Ist der jetzt in dem Truthahn, der Drache? Nee, eben nicht. Ich hab doch eben gesagt, ich habe einen Abschottungszauber benutzt und ich sehe nicht, warum... Du musst einen richtigen Zauber aussprechen und etwas Mächtiges nehmen. Hier, ich hab was. Nimm warum das, solange will er ich mich helfen? Selbst kontrollieren kann. Das hier, was ist das denn? Warum das hilft ist er eine uns? Urdrachenkugel, eine andere Kugel, der... Von damals. Aber was soll ich denn mit Uhr. Was soll ich denn mit dem machen? Versuch es einfach, komm, versuch es nimm einfach. Nimm die Essenz doch mal die Ecke. Wir müssen unsere ganze Kraft mit rein investieren. Ich weiß nicht, wie lange okay, ich dann der Hammer wirkt. Sag. Nimm da. Nun dir Lekenai. Amen. Um da Yate. Kam dir Lom. Im Diamant. Kim da du kannst inzwischen auch aufhören. Ich brauche keine Zutatenliste für einen Sucuk. Alles okay? Ich weiß es nicht. Ist der Urdrache jetzt weg? Bist du wieder normal, Balui? Balui! Was heißt normal? Ich bin dafür, wir lassen ihn jetzt einfach frei, wenn er normal ist. Nein! Ist doch gar kein Thema. Kevin! Wir müssen sicher gehen! Wieso? Ist doch normal! Guck doch mal! Oh Mann! Ich hab keine Ahnung, ob ich normal bin. Warum ist das kaputt? Das könnte vielleicht ich gewesen sein, als ich dort hinten vielleicht den einen Block abgebaut habe. Vielleicht. Bist du wieder du oder was ist los mit dir? Kevin, ich weiß es nicht. Testen es mal, ob es geht wieder. Nein! Kevin, geh mal kurz da rein, ich hab da was gesehen. Glaubt ihr, der Urdrache kommt heraus, wenn man ihn schlägt? Wie kann man testen, ob der Urdrache noch in ihm ist? Das Problem ist, wenn... Das war knapp. Wenn Kevin einen schlägt, ich wusste, du wolltest mich reinlegen. Was wird soll der Urdrache unterdrückt. Der Urdrache ist unterdrückt, wenn er schlägt. Ja, wie kann man ihn herauslocken? Kann man kitzeln? Leute, lasst uns alle Balui kitzeln! Vielleicht funktioniert... Nein, so funktioniert das nicht. Hallo, ich bin gefangen. Sollen wir ihn einfach drinnen lassen? Warum hast du eigentlich Hörner? Das ist das nächste Problem. Der hat noch einen Dämonen in sich. Ja, aber sowas kann ich hier nicht auskurieren. Wir hatten damals überlegt, das in die Kugel zu geben. Oh, ich mag die Hörner. Ich fasse die gerne an, die Hörner. Ja gut, aber das ist ein schwieriger Zauber. Das sieht auch richtig hart und steif. Ziemlich horny, würde ich sagen. Also ist jetzt Balui geheilt? Ich hoff's mal. Also, ich habe sowieso einen Schutzzauber drüber gelegt, aber hier, ich weiß nicht. Ihr kriegt alle ein bisschen Bananennussbrot. Dafür ich bin dafür, dass Balui noch eine Nacht da drin übernachten muss. Hier hast du noch Bananennussbrot. Nee, ich bin da gar nicht für. Balui, er kann ja bei Jonas übernachten in der Stadt. In der Zelle. Nein. Bei Balui, geh da jetzt rein. In das magische Gefängnis. Los. Nein, geh da nicht. Doch. Bei Jonas. Balui! Nur für eine Nacht. Ich hab noch nichts gemacht. Was genau wollen wir jetzt machen? Um sicher zu gehen. Ich gehe. Moment. Der Magier Masitrix hier, der Kleine da, der hat
Der hat doch jetzt versucht, mich zu, also den Urdrachen aus mir zu treiben. Ist der jetzt in der Kugel? Spürst du da irgendwas? Du musst doch wissen, die Sache ist, ich spüre nicht keine starke Magie. Ich kenne das nicht. Oh, gib mir die Kugel ja nicht wieder in die Hände. Nein! Da. Ah, nicht das in die Hände. Nein, zurück! Das war eine falsche Idee. Hier. Oh. Du hättest nicht sagen, du darfst den Satz nicht anfangen mit gib mir die Kugel. Nicht. Was Na ist gut. daran so schwer zu verstehen? Aber ich würde freiwillig in das Gefängnis von Masitrix, von Jonas. Nein, gehen. Da rein, in das ist Stadt. Sicher. Naja, ich glaube, das von Jonas ist sicherer als das, was ihr zwei hier gebaut habt. Hä, was? Was? Uralte mächtige Magie. Uralte mächtige Magie? Ja. Das ist die Magie des Auges. Naja, irgendwie glaube ich, wir sind bei Jonas sicherer. Nein. Niemand. Ich glaub das glaube aber nicht. Auch. Niemand stellt sich Balloon, vor das mächtige geh da jetzt rein. Auge. Nein, warum soll ich denn da reingehen? Das Auge ist ja schön. Geh ist das dein rein. Auge? Das ist das Auge Sauron. Das ist Sauron. Das mächtige Auge von Sauron. Oh, okay. Geh jetzt da rein, Balui. Also, nein, ich geh in der Masitrix her. Wenn du in dem Fall, wenn ihr so seid, dann geh aber dann müssen, wir, Masi. Dann müssen wir zur Stadt gehen, Leute. Lasst uns zur Stadt gehen. Kommt. Ansonsten haben wir keine andere Möglichkeit. Wer von euch kann uns anführen und sagen, wohin wir müssen? Einfach in die Richtung da, das ist schon richtig. Hier in die Richtung. Hat einer einen Zauberstab für mich? Ich habe einen Stab, aber keinen zusätzlichen. Muss mir einen neuen kaufen. Ich weiß nicht, ob ich mit dieser Blutmagie... Wo ist denn eigentlich Eggborn? Ich finde diese Blutmagie irgendwie nicht so toll. Und wer hat dir das wohl von Anfang an gesagt? Weiß nicht. Der Jonas. Der hat von Anfang an die Blutmagie Vielleicht aber auch ich. Ich weiß ja nicht. Du? Nein, du, ich war du der hast Erste. Auch keine Ahnung. Ich war der Erste, der die Blutmagie verboten hat. Damals, als du noch der dumme, fette König warst. Weil ich genau wusste, dass damals, als er noch dumm und fett war? Hallo? Komm okay, her. Es hat geklappt. Okay. Der muss weg. Oh, tötet ihn! Ein Drachenherz, ein Menschenherz zu zaubern, ist schon eine Glanzleistung. Ja, yes, ich wollte kein Drachenherz zaubern. Das war nicht... Das gibt Schuppen. Nee, hast du gerade gesungen, Basti? Ja. Du musst ihn besiegen. Was machen wir überhaupt hier? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir haben gesagt, wir sollen in die Stadt. Das heißt, wir müssen ja, in die Richtung... Doch hier nicht das kommt doch oder? Zu mir. Ja, komm zu mir. Wir müssen doch zu Jonas. Ich habe doch keine Ahnung, wohin ich mich... Was zum... Aber da war ich doch gerade. Du hast mich jetzt quasi zurückteleportiert. Was ist das da? Wo? Da ist ein Pfeil, der brennt. Was ist das hier? Was ist das? Keine Ahnung. Ist das von Revi? Und der Mafia wieder irgendein Spielchen? Leute, ich meine, der Urdrache in mir scheint nicht da zu sein, aber das, was ich spüre, ist ein dunkles Verlangen des Urdrachen in mir. Oh nein. Bleib bei dir. Nein, ich alles gut. Alles ich gut. spüre nur... Moment. Ich habe eine Idee. Leute. Großes Auge. Ich habe keine... Sag uns, was hat es mit dieser... Oh, warte, du kannst gar nichts sehen. Ich hab keinen Kontakt an die Gedanken des Urdrachens mehr in mir. Ja! Was hast du getan? Auge. Ja, ein Abschottungszauber, ich habe euch getrennt. Sag uns, was hat es damit auf sich, Auge? Das Wissen des Urdrachen ist weg. Auge, sag es uns. Du hast dafür gesorgt, dass ich mich an nichts... Großes Auge. Ich war sonst so allwissend. Auge. Das ist alles weg. Das ist gut. Es tut mir leid. Nein, das ist so gut gemacht. Auge, wir ersuchen dich. Ja, jetzt bist du wieder normal. Aber mein Wissen, meine Macht, Wissen. Mein alles. Dein Wissen kannst du dir in den Ich Po hätte bestimmt schieben. Sagen können, was das ist. Stattdessen Balu, jetzt halt doch mal deinen Mund, wenn ich das große Auge dunkle muss. Dunkle Anziehung. Kevin, gib mir all dein Essen. Das war aber eher eine Ziege. Au! Oh Gott, ist mir übel. Das fand ich nicht witzig. Au, ich hab's nicht kaputt gemacht. Das da ist... Es ist etwas Dunkles. Was ist das hier? Mal spielen Revienstein, kannst du das denn nicht spüren? Was bist du für ein Magier, wenn ich das weiß, sogar spüren dass das, kann? Ich weiß, dass das Magie ist, aber ich weiß doch nicht, was das für Magie ist. So wie es aussieht, ist das ein Portal. Ich würde sagen, ich weiß nicht, können wir das nicht irgendwie versuchen zu sprengen? Du willst wirklich Magie wegsprengen? Ernsthaft du bist jetzt? So ist das wirklich? Ein Trottel. Das hat er schon mal versucht mit der Kugel. Hör auf mich mal zu schlagen! Nämlich nicht wieder Trottel. Trottel.
Hat eure Kugel auch so ausgesehen, als es angefangen hat? Oder wie hat das angefangen bei der Kugel? Ja, es war eine kleine... Also eigentlich ist Kevin schuld. Der Kugel hat so nicht angefangen. Deine Schuld ist das. Nein, das ist deine Schuld. Das war eine kleine Kugel. Du hast gesagt, wir müssen den Drachen opfern. Der Urdrache hat Kevin ausgetrickst und Kevin hat ihm geglaubt. Nein, du bist schuld. Du hast die ganze Zeit gesagt, ich muss meinen Drachen opfern. Und hast mir ins Gewissen geredet. Von wegen, dass ich schuld bin, dass ich einen bösen Drachen habe und alles. Baloo ist an allem schuld. Baloo will auch die ganze Zeit die Welt vernichten und alles. Das ist schon so, ja. Ja. Nein. Ja. Los, bring mich ins Gefängnis. Gut, dann komm mal. Also, bring mich einfach ins Gefängnis. Ja, wir sind ja auf dem Weg. Schon so spät. Soll das heißen, ja, ihr Leute, mit Baloo ist Schluss für heute.